So, also dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Spiel Nummer 2 Secret gegen Hellraisers. 1 zu 0 steht's für die Jungs von Secret. Sehr dominante Performance in Spiel Nummer 1. Haben sich auf jeden Fall gut erholt von ihrer Niederlage auf den DACs und starten hier, ja, souverän 1 zu 0 in diese Best of Two Series. Hellraisers noch mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Aber dazu müssen sie schon eine Schippe drauflegen. In Spiel Nummer 1, Gameplan von Gorek nicht so ganz aufgegangen, würde ich sagen. Und Secret, ja, mit gewohnt dominante Performance, muss man hier fast sagen. Auf jeden Fall bin mal gespannt, ob sie jetzt wieder eine ähnliche Strategie spielen werden, ob hier schon mal ein Chen gebannt wird, der irgendwie jedes Mal gepickt wird. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Bans von PPD waren auf DAC gegen, als die sie rausgekickt haben. Bin Ja. mal, weil da sollten sich doch die Teams eigentlich dran orientieren, wie man Secret schlagen könnte. Aber EG ist halt auch nochmal auf einem anderen Level als die anderen Teams. Schauen wir mal, wie sie. Und da kommt der Chen-Ban. Ja, da kommt zumindest der Chen-Ban, geht hier direkt raus. Aber das stimmt, eigentlich so, das, was PPD gegen Secret gemacht hat, wäre vielleicht so ein Ansatzpunkt auch für die anderen Teams, um mal so ein bisschen auszuloten, was sie mit ihnen machen können. Ich schaue es mir gerade an. Ja, Chen, SF, Lykan, das waren so die First Bans, die sie hatten. Also auch nichts wirklich groß anderes, als hier die Hellraisers gebannt haben. Mit SF und Lykan auf jeden Fall auch, ja, zwei Heroes rausgehauen in Spiel Nummer 1, die sehr stark auf der Seite von Secret sind. Aber ja, hat nichts geholfen und jetzt entscheiden sie sich für was komplett anderes. Sniper und Chen raus. Gehen hier jetzt so die Gefahr ein, oder was heißt die Gefahr? Ich gehe jetzt fast sicher davon aus, dass wir Lykan oder SF in der Mitte sehen werden von Ateezy. Juggernaut muss raus von Secret. Was vielleicht auch gefährlich sein könnte, wäre ein Slark. Der ist aktuell nicht mehr so ganz gern gesehen im Meta, aber zumindest auf Artis immer sehr gefährlicher Hero. Also Hellraisers mit Slark hatten das ein oder andere Erfolgserlebnis mit dem Hero. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, so ein bisschen, ja, Vertrautes zu spielen, weil ja, der PL sah auch bei Hellraisers noch nicht so ganz einstudiert aus. SF selber gebannt von Secret. Und damit hätte Hellraisers jetzt vielleicht sogar die Möglichkeit, sich Lykan first zu picken. Und damit hat Teezy doch wieder seine beiden Signature Heroes wegzunehmen. Wobei, dann ist halt die Frage, inwiefern will Hellraisers hier wirklich, ja, ihren eigenen Style spielen oder einfach Lykan picken, damit Secret ihn nicht bekommt. Das ist auch eine Frage, die sich hier Gorek gut überlegen muss. Ja, genau das ist die Frage. Aber da ja Lycan auf Ateezy, willst du das wirklich hergeben? Ich bin mir auch nicht sicher, wie gern die Hellraiser selbst einen Lycan spielen. Aber die haben wohl das bedacht und werden mal schauen, was sie jetzt picken. Ja, bin mal gespannt. Also, Ob Lykan sie wieder den wäre Ex vielleicht auch holen? Bin mal gespannt. eine. Ja, Ex wäre auch eine Möglichkeit hier, auch wenn er in Spiel Nummer 1 nicht funktioniert hat, was aber hauptsächlich so ein bisschen am Laning lag und ein bisschen auch an Jungle-Pech für Gorek. So Pech, ja, vor allem mit Counter-Helix. Ja, hatte da wirklich schon Pech, muss man sagen. So Counter-Helixe kamen nicht, musste drei Salven direkt im Wald nutzen. Eine wurde zwar gecancelt, aber auch so. Vengeful Spirit jetzt der First Pick und damit wird Secret jetzt ja wahrscheinlich den Lykantroph holen. Außer sie haben da noch was anderes im Petto, was sie ja Teezy mal geben wollen. Vielleicht testweise oder ähnliches. Aber Dire Lykantroph von Ateezy, das wird sehr, sehr gefährlich werden für Hellraisers. Also wenn sie da nicht wissen, wie mit umzugehen ist, dann kann das sehr schnell zu Ende gehen. Haben sich jetzt mal die Venge genommen, um generell guter Hero auch, wenn man als die Team Secret hat jetzt zwei Picks hintereinander und du willst ihnen sicher nicht Lycan und VS geben. Und ja, mal schauen, was jetzt Team Secret, die haben die freie Wahl im Prinzip. Ja, haben die freie Wahl, haben einige Heroes auch zur Auswahl. Gut, wären natürlich auch noch andere Möglichkeiten da. Man könnte Papi immer noch sowas geben wie eine Enchantress, die zwar nicht so gern gesehen wird, oder Enigma. Wären auch zwei weitere Wald-Heroes, die für Papi eine Möglichkeit sind. Enchantress so generell wenig gepickt, aber auf Papi hat man sie doch das ein oder andere Mal gesehen. Und es wird Lykan und Ex. Also Ex hattest du ja schon angesprochen. Zwar auf Hellraisers, aber auch für Secret ein guter Pick und mit Lykantroph ein sehr, sehr tankiges Lineup schon mal. Zwei Stärke-Heroes von Anfang an. Und dagegen bräuchten sie irgendwas. Ein Stun alleine wird nicht reichen, um den Lykan hier rauszunehmen. Da bräuchten sie entweder jetzt noch ein bisschen,
ja, starken Burst-Damage oder noch ein bisschen mehr Disable, weil sonst rennt der Lycan da einfach unkontrolliert im Fight rum. Vor allem mit dem Axe hinten dran, mit Calls. Also, ja, Secret entscheidet sich einfach für Standard-Picks quasi, aber muss nichts Schlechtes heißen. Und Gorek bekommt einen seiner Signature-Heroes, beziehungsweise draftet ihn sich selber im Pristleback auf der Offlane. Dazzle wird gebannt, selber picken können sie vergessen gegen Axe. Demnach, ja, lassen sie ihn einfach Secret nicht. Und ja, mal gucken, aber wirkt so ein bisschen wie ein Spiel Nummer 1. Du hast gesagt, ja, Batrider haben sie durchgelassen, haben dagegen, obwohl die Vange gebannt wurde. Vielleicht haben sie hier jetzt auch gegen Lycan einen Plan, wie sie dagegen vorgehen wollen, weil Möglichkeit wäre gewesen, ihn zu denyen für Ateezy oder zu bannen, haben ihn aber wirklich be bewusst, muss man fast sagen, durchgelassen. Aber ob es dann funktioniert, auch Papi hat schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass, ja, wo er, ich glaube, auf der Summit war es, jedes Mal Lycan durchgelassen hat gegen EG, dass nicht so ganz einfach ist, auch wenn man sich es vielleicht erhofft, dagegen spielen zu können. Ja, man muss auch wirklich sagen, Ateezy ist so ein richtig guter Lycan-Spieler. Also einer der besten, wenn nicht der beste. Und der scoutet mit den Wölfen, der farmt so viel, so schnell und gleichzeitig gibt er auch immer seinem Team Space, sobald er in die Woods gibt, dass man Co. ein bisschen Farm kriegt. Aber für die Hellraiser ist jetzt Venge und Bristle auch gut zum Ancients Farmen, Stacken und Farmen zusammen. Da können sie diesmal besser besuchen, weil ich glaube, die haben nicht einen einzigen Ancient gefarmt letztes Game auch. Also zumindest nicht die ersten 20 Minuten. Ja, sie haben es dann probiert mit PL, aber da war es dann halt schon auch zu spät. Ich glaube, ein oder zweimal haben sie die Ancients gefarmt, aber mehr war dann auch nicht drin. Während Papi Minute 9 oder 10 sich da an die Ancients stellt und die wegfahren. Ja, also, ja, der hat es halt vorgemacht. So nutzt man die Map gut, vor allem als Gen. Troll Warlord und Necrophos müssen raus. Necrophos, interessanter Ban, sieht man nicht mehr ganz so häufig. Aber vor allem gegen Stärke Heroes Necrophos natürlich ein wahnsinnig starker Heroes, einfach weil du die Gegner nur auf halbes Leben bringen musst und dann mit dem Ulti quasi finishen. Und Secret nimmt sich jetzt auch noch den Enigma für den Wald. Und auch wieder so ein Hero. Ich habe es schon in Phase 1 gesagt, Papi, gibt nicht so viele Wald-Heroes, die man aktuell spielt. Enigma und Enchantress wären möglich gewesen. Und Hellraisers hat sich entschieden, beide durchzulassen. Geben demnach Secret wieder einen Jungler für Papi. Und da bin ich jetzt gespannt, ob sich das auszahlt. Weil auch mit Eidolons, Wölfen und Hole hat Secret wieder ein Line-Up, was du auch schon in Game 1 sagst, einfach aggressiv pushen und so ein bisschen den Gegner tot snowballen. Und das wird schwer. Zeus jetzt wie die Hellraisers haben hier sehr viel Damage über den Fight verteilt. Auch umso länger es läuft, umso mehr Damage kommt mit den Quillstacks mit Zeus. Aber ja, mal gucken, ob sich das Ganze hier so auszahlen wird. Hellraisers auf jeden Fall mit einem komplett anderen Ansatz als in Spiel Nummer 1. Auf jeden Fall, wenn man die brauchen auch irgendwas, was so ein bisschen Teamfight Disable ihnen liefert. Also, wenn da mal der Push kommt und der Lycan reinrennt, wer hält ihn auf? Bis jetzt ist die Frage. Und bin mal Ja. gespannt, ich weiß nicht, ein Magnus vielleicht, aber ne, die haben schon einen Zeus, einen Treant vielleicht als Support, aber auch nicht so populär momentan. PBD ist der einzige eigentlich, der den noch pickt. Ab Ja, und zu. PPD so der große Treant Protector Fan, aber ja, ich bin auch gerade am Überlegen, Magnus wäre sowieso ein Hero, den ich gegen Secret nicht unbedingt picken würde. Sie haben mir das vor, so einen der besten Magnus-Spieler. Ich sage immer, der beste ist Arise für mich. Den sieht man zwar nicht im Competitive, aber ja, der glaube ich spielt nur Magnus rund um die Uhr. Aber ja, zumindest mit S4 einen oder den besten, das ist immer so die Frage, Magnus-Spieler aktuell. Und ja, der weiß natürlich erst recht, wie man dagegen spielt. Ich glaube nicht, dass man gegen Secret eine Situation findet, wo man eine Five-Man-AP ziehen Denke kann. ich auch nicht, vor allem wenn der Rubick da ist, Kuro klaut jedes AP. Das, Ja, also ich spiele ja auch gern Rubick und AP zu klauen ist echt nicht so schwer. weil die Animations von Magnus einfach alle sehr lang sind. Auch Shockwave oder Skua sind jetzt nicht mega lang, aber man sieht zumindest den Ansatz und ein guter Rubick, der hinten dran steht, der kriegt die AP halt instant. Allein schon während der Animation fast Genau, gestealt. du darfst halt niemals selbst erwischt werden. Und dann hast kein Problem. Aber jetzt ein Silence, also diesen Teamfight haben sie, aber nicht in Form von Lockdown, sondern Silence. Gut gegen Enigma, auch nicht schlecht gegen Axe, wenn der Initiated so den Follow-up silencen. Bin mir aber nicht ganz so sicher, weil das hat langen Cooldown, er braucht ein paar Items.
Vielleicht ist es ein Core Silencer, dann könnte es gehen. Ja, ich bin immer sehr großer Fan von Core Silencer. Support finde ich ihn nicht ganz so stark, weil Silencer als Support ist so, ja, so ein bisschen wie Warlock. Er hat einen großen Spell, das ist der Ultimate, und wenn der auf Cooldown ist, dann ist er auch als Supporter quasi nutzlos. Ich finde Silencer immer auf der Core-Position ein Stückchen besser, weil schneller Agar Refresher ist einfach wahnsinnig stark auf dem Hero. Zumindest das Black Hole können sie canceln. Gegen Lycan kann man trotzdem wenig machen, weil wenn der schon in Wolfsform ist, dann, Ja. ja, dann juckt ihn der Ultimate auch nicht mehr so. Aber zumindest könnten sie dann beruhigt fighten. Ruby gegen Nygma quasi nutzlos, und auch der Axe, der gesilenced, das macht nicht allzu viel. Kann keinen Call machen, und solange man ihn nicht angreift, macht der Axe nichts. Also Silencer erscheint mir hier als guter Pick, nur ich bin mal gespannt, ob es wirklich ein Core Silencer wird. Slark wird gebannt, einer der Signature Heroes von Artis, wie bereits gesagt. Also Secret rechnet hier eher mit einem Support Silencer. Crystalback auf der Top Lane. Finde ich an sich gegen das, was Secret hier hat, gar nicht mal so schlecht. Crystalback sollte eigentlich relativ safe stehen. Enigma jetzt nicht so der Rooming-stärkste Supporter. Macht Also, aber deutlich weniger als Chen. vielleicht könnten sie auch mal diesmal mal so eine Duel. So Bristle Silence hat schon viel Harass, ähnlich mein Wald Rubick, jetzt auch nicht so der Bomben-Level 1 Lane Hero. Und Lycan oder Axe wird wohl eher safe sein. Die haben die Brute gebannt, die Hellraiser ist guter Bann mit Howl und Sei spielt die ja sehr gerne. Und Slark Zeus ist auch Total Map Vision, also du dewardest alles, wenn du diese beiden Heroes hast. Und damit will wohl Secret auch Nicht sich nicht unbedingt stressen mit kämpfen, ja. sowas. Ja, Rubick, wie du schon sagst, auch jetzt nicht der stärkste Laner von Level 1, sondern er hat halt mit Telekinesis einen Disable, der aber einen sehr, sehr hohen Cooldown hat, also zumindest für einen Disable, und auf einem Supporter vergleichsweise hoch. Windranger jetzt für Secret, und ja, da haben sie jetzt mehrere Möglichkeiten. Könnten Windranger und Axe, also sowohl als auch, nicht beide zusammen auf die Offlane stellen. Windranger Mitte wäre sogar eine andere Möglichkeit, die sie hier hätten, wäre dann, ja, S4 mit dem Lycan oder S4 mit der Windranger in der Mitte, Ich aber denke, Wind. S4 Windranger auf der Safe Lane. Ja, wobei Windrunner ist auch ein Hero, den Atizi in der Vergangenheit bei EG mal das ein oder andere Mal gespielt hat. Windranger sieht man ja auch jetzt wieder des Häufigeren, aber ich glaube, ja, wird wahrscheinlich eher ein S4 mit der Windranger. Also können sie beide spielen. Tinker hingegen auf der anderen Seite von Hellraiser jetzt dagegen. Okay, Shoutout to Tinker. PPD. Die haben Ja. doch Tinker gepickt in dem einen Game. Ja, Gegen ich. diesen ganzen Push. Und das war auch gut, dieser March. Wenn du den dann hast, wenn der Push kommt, starker Laner ist der Tinker auch. Mal gucken. Aber mir fehlt so ein bisschen die Synergy mit dem Rest des Teams. Bin mal gespannt. Ja, was heißt die Roshan können Synergy? sie. Ja, Roshan können sie eigentlich quasi wieder sehr schwer. Sie haben zwar Crystalback und Wave als Minus-Armor-Lieferanten, aber sie haben keinen Ja. wirklichen Right-Click dieses Mal. Also Also Hellraisers. Ja. nach einem gewonnenen Fight Roche zu sneaken, wird schon schwierig für die Jungs. Ja, zumindest in den Early Minuten, also Minute Ja. 20 Fight, da hat Roshan gerade angefangen, Minus-Armor zu stacken und steht noch da wie eine 1. Bin mal gespannt. Ich muss sagen, Hellraisers sind keine Fans von Roche-Lineups, haben aber zumindest mit ihrem Lineup sehr, sehr viele verschiedene Schadenquellen. Sie haben Zeus, der sehr viel Damage über den gesamten Fight AOE verteilt, genauso wie Artis, genauso wie von Ninja. Sind halt davon abhängig, also Hellraisers muss lange in den Fight stehen. Haben mit Silencer die Möglichkeit dazu. Silencer Ultimate macht quasi jeden Hero ziemlich nutzlos. Auch S4, wenn er sein Ulti nicht ziehen kann, macht nicht so viel Schaden in den Fights. Also, ja, sie müssen hier schauen, dass sie während dem Silencer Ultimate das Maximum rausholen. Der Einzige, der da wirklich eskaliert, ist der Lycan, und den wird man schon irgendwie, ja, hoffentlich abhalten können. Aber ich bin mal gespannt. Ich gehe mal ganz kurz durchs Line-Up. Wir haben Dread auf der Seite von Hellraisers mit der Vengeful Spirit. Wir haben Gorek auf dem Zeus. Könnte es ein Offlane-Zeus werden? Es sieht fast danach aus. Duel Offlane mit Zeus und Dread. Wir haben auch von Ninja auf dem Tinker. Dann haben wir Goddamn mit dem Silencer, und wir haben Arthas auf dem Crystalback. Machst du mal ganz kurz Secret? Klar, Atizi auf dem Lycan in der Mitte, dahinter Kuro auf dem Rubick mit Boots First, S4 auf der Rune auf der Toplane mit der Windranger und runter läuft Sei.
Mit dem Ex und Puppy, die Knight and Creep hinten mit der Enigma. Ja, aber was hältst du vom Laning hier von Hellraisers? Dual Lane, top mit Zeus und Vengeance. Wolf wird er jetzt schon angegangen, gut weggenuked, aber wieder so nicht die nötige Entschlossenheit. Kein Stun kommt, Runduell zwar gewonnen, aber auch wieder kein Kill. Wobei, gut, mit Windrun ist die Windranger da schnell weg, aber Dual Lane, Zeus, Venge, kann das funktionieren hier gegen die Lane von Secret? Ja, ich denke schon, ich hätte es aber genau umgekehrt gelaned im Prinzip. Zeus nicht schlecht gegen Axe mit dem Harass und der Harass von Bristle und Silencer auch nicht schlecht gegen die Wehr, aber ich denke, das sind even Lanes insgesamt. Der Axe jetzt gegen den Silencer sehr schwierig haben, weil der Harass schon, der hat auch schon die Glaives geskillt auf dem Silencer, also er ist bereit, ihn rauszuzonen. Ja, müssen sie ja auch machen, aber gegen Zai konnten sie letztes Mal ganz gut arbeiten, aber der geht da auch, ja, geht auf Battlehanger-Build, also nichts Counter-Helixes Call, sondern erstmal den Battlehanger und will dem, naja, der lässt sich hier einfach auf das Duell mit Goddamn voll ein. Und ja, Glaives machen schon ganz guten Damage, aber Zai juckt es bisher noch nicht ganz so viel. Bin mal gespannt, oben Venge Zeus, zumindest Zeus kann sehr, sehr viel harassen, aber er hat halt nicht so den Mana-Pool und Boots First gestartet ist ganz nett. Null Talisman hätte ihm ein bisschen mehr geholfen, zumindest Mana-Pool technisch. Und ja, drei Clarities, zwei hat er jetzt ja schon verholzt. Bin mal gespannt, ob das Laning hier so funktioniert. Braucht eigentlich hier auch eine Bottle, mit der er ein bisschen die Top-Rune sneaken kann, weil Mana ist hier das Problem schlechthin für Gorek. Und In unten. der Mitte hat sich auch Atizi Regen nachgeschickt, also wird viel harassed von dem Tinker. Tangos nachgeschickt, benutzt jetzt die Self. Während auf der Botlane gedeiht, oh mein Gott, der Bristle weg. Oh, unten Bristle Art, das geht hier sehr, sehr steil rein. Aber auch Kuroki auf der Seite muss aufpassen. Schöner Telekinesis und Gorek mit dem Chasen. Dann reicht aber nicht für den Kill auf Gorek auf Kuro. Und da wird auch die letzte Clarity abgebrochen. Und jetzt haben sie ein Problem auf der Top-Lane. Sie haben Zeus Level 2 ohne irgendwelches Mana und Art ist unten. Ja, zieht zumindest die Creeps raus. Da muss jetzt aber Goddamn aufpassen, aber der liefert sich ja auch ein hartes Duell mit Zion. Zumindest gelingt es ihm hier, seine komplette Region von Anfang an rauszubeten. Auch Goddamn hat seine ganzen Tangos schon gefressen, aber bisher funktioniert das Harrison gegen Zion und das Outzone. Wobei, gut, Outzone, gerade steht er mitten in den Creeps, war Artis nicht da, aber Goddamn macht hier unten im Großen und Ganzen schon einen guten Job gegen Zion. Ja, wenn der keine Regeneration mehr hat, der hat noch keinen Ansatz von Tranky Boots, dann muss er auf jeden Fall einmal heimgehen. Ah, die tanken auch beide sehr viel Damage auf der Botlane. Lane pusht auch jetzt. Da kommt der Curse, hilft aber auch nicht sehr, sehr viel. Gut, Bristle Back. Wow, Zyve wurde da von einem Creep abgebrochen. Das ist natürlich nicht so ideal für ihn. Hat nicht so viel HP, hat auch einen Mana. Sehe hier schon in der Anfangsphase sehr große Mana-Probleme auf Hellraisers zukommen. Oben Silencer zumindest hat gegen den Regen S4. und kommt wieder rein. Ah, okay, Regen für Silencer. Und jetzt muss Zyve da ein bisschen aufpassen. Glaives sind da, nächster Curse. Und Zyve gerade absolut kein Mana. Jetzt wäre ein Curse so ein guter Zeitpunkt, aber bisher will er ihn noch nicht setzen. Hat das Mana nicht kontrolliert gerade? Kein Curse kommt drauf auf Zai. Würde ihn zwar nicht töten, aber zumindest das letzte bisschen Mana wegnehmen. Okay, wundert mich hier. Kein Curse. Und ja, gut. Bisschen Mana fehlt noch, aber Goddamn. Ja, gut. Wenn da halt mal ein Counter-Helix kommt, wie gerade gesehen, dann wird es doch schmerzhaft für den Silencer. Aber zumindest farmt Zai hier unten nicht. Was er alleine wirklich möglich gewesen wäre, alleine in einer Dual-Lane, in einer ja, Dual-Melee-Lane hätte er farmen können. So wird das Ganze aktuell noch ein bisschen verhindert und auch in der Mitte Atizi. Ja, der nutzt da von Anfang an sehr, sehr viel Reachner. Und ja, lastet technisch noch hinten dran. Also zumindest das Early Laning hier von Hellraisers erscheint ausgewogener. Auch wenn Gorek oben jetzt nicht gerade den Meisterfarm bekommt mit dem Zeus. Aber solange er Level bekommt, kann er, glaube ich, in Teamfights das machen, was sie mit ihm vorhaben. Der X-Faktor ist halt Papi, der Free Farmt jetzt auch top, die Last Hits top. Das wird auch ein frühes Mecha oder was auch immer er vorhat zu bauen. Ja, ich nehme mal an, dass es das übliche Mecha hier werden wird. Die Bottle kommt auf Dread, wird ihm da geliefert, aber die nächste Clarity schon wieder abgebrochen. Auf von Ninja in der Mitte jetzt mit dem nächsten Harassment auf Artisie. Okay, wundert mich gerade. Die Venge geht hin, um mit der Bottle die Rune zu nehmen und dann schnappt sie sich doch auf von Ninja. Da hat Zeus jetzt seine Bottle, aber eine leere. Ob das viel Sinn macht, ist die Frage. 1,5 Minuten sind's. Er hat nur Mana für einen Spell. Zwei, wenn er noch ein bisschen regent, aber. Ja, die Top-Lane, aber sie funktioniert zumindest. S4 nicht mit absoluten Freefarm, hält sich auch sehr, sehr defensiv gegen den Zeus und die Venge hier.
Guck mal, Atizi farmt Ancients, wenn seine Lane rausgepusht ist. Ja, das ist einfach Atizi. Du hast, glaube ich, auch schon im Draft gesagt. Der nutzt den Lykantroph einfach, ja, perfekt aus. Geht Ancients farmen, während die Lane so steht, dass er gegen den Tinker nicht farmen kann. Jetzt, gut, muss er wahrscheinlich back to base. Ein Er Creep Bottle steht Crowd hier schon, noch. ja. Na, okay, er Bottle Crowed einfach perfekt. Dachte, er geht vielleicht ganz back to base oben auf der Top Lane. Dread muss jetzt aufpassen. Probiert es zumindest nochmal mit dem Damage auf Kuro. Reicht aber nicht komplett aus. Gorek zu weit hinten dran. Und da kommt die erste Rotation vom Papi. Ich hab zwar gesagt, Enigma nicht der Rotation-stärkste Jungler, aber erfüllt seinen Zweck. Kriegt das First Blood, 900 Gold, Soul Ring sind bereit. Also, Papi kann sich hier wieder nicht über sein Farm beschweren. Kuro relativ low on HP nach dem Engagement, aber mit den Boots first schafft das immer wieder ans Limit zu gehen und dann wieder rauszukommen mit low HP. Und das machen die jedes Game, wenn Papi einen Jungler hat, kriegt Kuro seine Boots first und der läuft dann rum, macht ein bisschen Space und später farmt er sich dann einen ab und catcht ab, wenn Smacker ab ist und die Teamfights losgehen. Ja, Kuro, ich sehe ihn sehr, sehr oft hier in diesem Spiel gerade, Low HP, aber wie du gesagt hast, der nutzt das einfach so am Rande seiner Möglichkeiten. Auch von Ninja, okay, sie geben hier, ja gut, Zeus hat noch zwei Bottle Charges, aber ja gut, Tinker mit Mana ist natürlich auch nicht verkehrt, trotz alledem lassen sie das Botlane. komplett und unten auf der Bottom Lane Zai muss da jetzt aufpassen, der Curse kam und Crystalback mit dem ersten Kill auch auf den Offlane Zai hier. Also die Bottom Lane funktioniert, Rotation ist aber auf dem Weg, Kuro kommt hier dazu und genauso ist Atizi jetzt mit seinen Wölfen da. Ulti ist geskillt, goddamn, und Arthas ist aber schon wieder hochgeheilt, auch Arthas hier jetzt mit der Bottle. Ich finde es sehr interessant, dass man, ja, dass plötzlich so jeder Core Hero eigentlich aktuell im Dota so eine Bottle sich baut. Egal auf welcher Position, Hauptsache er hat Bottle. Unten jetzt mit Ultimate der Gang rein. Und da kommt der Lift Telekinesis von Kuro. Und ja, da kann Last jetzt nicht viel dran ändern. Arthas muss ja auch aufpassen gegen die Crits von Atizi. Trauen sich da aber nicht weiter vor. Und oben, goddamn, der Go auf S4 hier. Die Nukes kommen. Aber der Schaden, okay, schön gespielt hier gerade. Gorek kommt nochmal weg. Zumindest kriegen sie den Trade. Eigentlich sogar den besseren Trade. Safe Lane Carry gegen einen Silencer. Können sich hier nicht beschweren, wobei unten Arthas steht hier wieder sehr, sehr aggressiv. Will er da eventuell noch Kuro haben? Quillstray ist bereit. Jetzt kommt auch direkt der Slow Battle Hunger. Call ist da. Aber er chased hier Kuro und ein Quillstray sollte hier reichen. Hat sein Ultimate bereit. 5 Stacks drauf. Und Kuro jetzt der Slow. Und jetzt braucht er nur noch ein Quillstray. Okay, eins reicht nicht ganz aus. Vielleicht sogar der Dive. Okay, nein. Der Dive in den Tower ist dann doch zu much. Er ist vor. Mit dem Shackle kriegt ihn aber nicht perfekt hin. Und auch von Ninja mit dem. War. Viel Damage, gut gesetzter March hier gerade und schöne Aktion. Hellraiser auf jeden Fall mit der deutlich stärkeren Laning Phase als in Spiel Nummer 1. Aber jetzt kommt auch schon wieder der Push in der Mitte. Black Hole gesetzt auf Gorek, der bricht den TP gar nicht ab und landet da direkt im Black Hole. Kleine Überraschung für mich, er hat sein TP nicht gecancelt, obwohl Papi da wirklich ein sehr, sehr frühes Black Hole gezogen hat. Ich habe es leider nicht genau gesehen, aber jetzt kriegen die vielleicht auch noch den Tower. Der Tinker hat jetzt aber Travels. Also alles in allem nicht so schlecht gelaufen für die Radiant-Seite, aber wenn jetzt der Tower fällt, ist bitter, weil den kann man perfekt deffen mit March normal im Early Game, aber der wird fallen leider. Und das ist schon wieder, fällt der Tier 1 Hau Mitte sehr früh. Ja, das aber er ist hat der Max. Rockets Laser, er probiert hier nicht mal Papi zu snipen. Hat ihn denied wenigstens. Ja, hat ihn denied, aber ja gut, Rockets hätten da ganz knapp nicht ausgereicht, da hätte er noch 3, 4 HP gehabt. War auf 180, Rockets machen, Rocket zu machen. 150, okay, hätte doch ein bisschen mehr als 3-4 gehabt. Aber ja, haut sie nicht raus. Hat Hizi jetzt auch schon wieder am Jungle Farm. Also nutzt hier seinen Lykantrophen nahezu perfekt aus. Und Kuro, ja, bisher noch nicht groß am Farmen, aber das kann er auch mit seinem Support, hat er ja letztes Spiel gezeigt. Trotz alledem auch bei Hellraisers. 3 zu 4 steht's. Afoninja früh, Boots of Travel, Soul Ring als nächstes. Also der Tinker kann hier auf jeden Fall gefährlich werden in diesem Spiel. Auf jeden Fall, wenn sie alle Tower jetzt, die sie noch haben, gut deffen und die Push delayen, Roach delayen. Dann können sie was machen, wenn der Tinker Blink, Dagon oder was, oder Hex, Bloodstone, Shiva, was auch immer er will, zusammengefarmt hat. Ja, was baut man eigentlich aktuell auf den Tinker? Man sieht den Hero nicht mehr so oft. Ja. Ist Eternal Blade Dagon immer noch so das Bild der Wahl oder hängt das einfach damit zusammen, was man selber gerne spielt als Tinker?
Also dass der E-Blade jetzt eine Travel Time hat und mit Blinks disjointed werden kann, du kannst nicht mehr so krass Leute bursten, während Dread gerade gebaut wird in der Mitte. Ja, Dread muss hier aufpassen, aber Arthas ist da. Shackle, aber von S vorgesetzt und der Ultimate. Okay, kam gar kein Ulti. Dachte, wurde durch Silence gecancelt und Arthas ist sehr weit vorne dran und kickt hier sogar den Kill. Lassen Dread am Leben, also soweit gute Leistung von ihnen. 4 zu 4 steht Hellraisers mit dem Papi besseren und. Spiel hier gerade, aber da kommen die Wölfe von Arteezy und nicht nur die Wölfe, auch Arteezy ist hier direkt am Rennen. Wave of Terror nochmal drauf, aber die Wölfe allein reichen hier von Arteezy, um den Kill auf die Venge zu kriegen. Gorek unten ist dabei, selber ein bisschen zu farmen, muss hier aber aufpassen gegen die Stunts. Eidolons am Chasen, reicht aber nicht komplett aus. Und da ist jetzt auch schon wieder Arthas, findet Papi ein bisschen spät, aber sollte den Kill hier geben. Da kommt das Nasal Ghul, ein Quillspray reicht hier noch aus und nein, Gorek schnappt sich da sogar mit Ultimate den Kill trotzdem Arthas. Ja, da hätte er nicht so weit chasen dürfen, aber jetzt will er, jetzt ist er greedy geworden, will hier sogar noch den Kill auf Kuro haben, aber das ist wow. Arthas hier sehr, sehr greedy und ärgerlich. Da hat er sogar eine Region in der Bottle, aber kommt nicht mehr außerhalb der Tower Range. Trotzdem 2 zu 1 Trade hier für ihn. Er kriegt Gold und ja, Kuro ist vor ihm gestorben. Kriegt demnach nicht allzu viel. 21 Gold für den armen Rubik. Nicht die ideale Ausgangssituation hier für sie. Also Arthas sehr, sehr aggressiv hier mit seinem Crystal Bag unterwegs. Ja, und Papi hat sich da ein 2-on-1 geliefert, beide sau low gemacht, aber dann kam der Bristle und hat aufgeräumt. Der dritte war dann leider zu viel für ihn. Ja, und Papi jetzt mit dem Smoke sehr früh direkt aus der Base. Ich glaube fast, es wird der erste Roshan des Spiels. Sie haben die Wölfe von Arteezy, können daraus Eidolons machen und ja, aus alten Eidolons neue. Also Roshan sollte hier auf jeden Fall im Bereich des, der Möglichkeit liegen. Aber 11. Minute, das ist eigentlich ein Timing, mit dem hier Hellraisers rechnen kann, wenn sie Arteezy nicht auf der Map sehen. Wobei, ist natürlich immer schwer zu sagen, farmt der Lucan Wald, holt er sich Rosh, aber so 11. Minute mit einem guten Flatz-Timing, ja, müssten sie eigentlich rechnen. Und sie sind auch schon auf dem Weg. Also Arthas, der ahnt da was und ist auf dem Weg Richtung Roshan. Also Hellraisers, ja, sieht so aus, als könnten sie hier zumindest mit dem frühen Roshan-Contest klarkommen. Sie haben den Lucan. Also auf jeden Fall im Bereich der Möglichkeiten. Es ist halt die Frage, sie machen wenig Damage und können sich hier Rosh sehr schwer selber sneaken, zumindest mit dem Damage, den sie hier haben. Aber mit March könnten sie auch den Rosh-Pit gut verteidigen. Es ist die Frage, ob sie hier vielleicht sogar probieren sollten, Arteezy irgendwie den Rosh wegzunehmen. Ich denke, das war gerade perfekt. Die haben erstmal die Late irgendwer hat auf der Minimap gemalt, dass die wohl roshen und wenn die das jetzt immer wieder so kurz delayen und währenddessen noch ein bisschen fahren, der Tinker pusht alle Lanes, dann müssen die vielleicht weg vom Rosh. Aber Papi pusht gut Mitte, oben ist Sai am Farmen. Also Map Control läuft wieder für Secret, trotz des Tinkers auf der Seite von Hellraiser. Ja, und Zeus in der Mitte dabei, Smoke of Decision, Smoke ist bereit, aber Kuro und Papi an der Seite und da wollen sie jetzt zumindest den Zeus haben. Stun kommt drauf, auch der Midnight Pulse und blieb, wow, Black Hole gesetzt, Silence Ultimate war ein bisschen spät, also da hätte Silence, ich weiß nicht, ob er auf Cooldown war oder nicht, aber sehr, sehr spät das Silence Ultimate und jetzt auch der Tinker ist hier auf dem Weg, will den Kill haben, aber den Creep haben sie sich hier zumindest noch gesnackt, trotzdem Arthas mit dem Chase, er hat sein Quillspray, hat da sehr, sehr viele Stacks gerade auf Papi und jetzt, er braucht es nur noch einmal, aber Kuro, guter Bodyblock hier von ihm und Arthas viel, viel zu greedy hier gerade, da kommt Zai direkt drauf mit dem Call und Arthas, da wollte er zu viel, Bucklet hat er bereit, hätte auch seine Bottle, aber wow, von hinten der Damage und der Cut von Zai. Ja, und Arteezy roached währenddessen. Jetzt er komplett alleine. War anscheinend zu auffällig, wenn drei Heroes nicht da sind. Gute Aktion und sehr, sehr greedy hier gerade von Arthas. Man muss aber auch sagen, Big Play von Kuro mit dem Buddy Block. Den letzten Quillspray Attempt hier abgeblockt. Ja, auf jeden Fall. Das haben die beiden perfekt gespielt. Der Black Hole war wohl, war sich wohl nicht bewusst, dass der Bristle da tippiert. Ein anderes Target hätten sie wohl killen können. Aber den Bristle nicht und da war das Black Hole ein bisschen unfortunate. Aber sie haben sich gegenseitig gerettet. Sehr gut gespielt. Das Creep gekillt, wo der Tinker drauf tippiert hat. Sehr, ja, das kommt noch dazu. Also den Creep getötet, das habe ich auch ganz vergessen. Also Tinker, eine Rocket hätte da auch gereicht, Rocket Laser, aber auch das gut verhindert. Also ja, die beiden Supporter von Secret leisten hier gewohnt gute Arbeit. 6 zu 9 steht's vom aktuellen Goldgraf Secret, aber auch wieder gut vorne dran, sowohl Gold als XP technisch. Was sollte Hellraisers denn jetzt in dieser Situation tun?
Schwierig, Pickoffs vielleicht mit, aber die haben keinen guten Initiate und das ist das Problem. Der Bristol kann zwar reinlaufen, aber der Tinker, der kann nicht irgendwie so schnell in Lasso, in Duell, ich weiß nicht, in Roar von einem Beastmaster oder so hinkommen, bursten und wieder raus. Die bräuchten eigentlich Pickoffs hier, die Venge mal in Position bringen. Die hat auch 4 Punkte in Stun, da sieht man, die will ganken eigentlich. Ja, auch Aber das man sehr sieht, wie Secret ungewöhnlich. die Map farmt und immer nicht gegankt wird gleichzeitig. Das ist immer sehr schön anzusehen. Man sieht es wieder, die sind überall verteilt in den gegnerischen Woods, in ihren Woods, Ancients und farmen einfach. Und der Tinker kriegt nicht die Map Control raus, wofür der Tinker eigentlich berühmt ist. Ja, das funktioniert bisher noch nicht so. Jetzt hat er zumindest sein Dagger. Damit könnte es auf jeden Fall vorangehen. Ja, mich wundert Ja. so ein bisschen. Dread, du sagst, er will ganken. Man sieht es auch an seinem Skillbild. Trotz alledem ist es auch überraschend, hier von ihm die Mistel zu maxen, weil es ist nicht der Spell, der wirklich fürs traumhafte Skalieren bekannt ist. Klar, der Damage geht ein Ja. bisschen hoch, Cooldown 1 Sekunde pro Level, aber das Wichtigste eigentlich an einem Stun, die Stun Duration, die ja um 0,1 Sekunden geht sie hoch. Also kann man quasi vergessen. Normalerweise sieht man wirklich eher Wave of Terror plus die Aura. Mich überrascht es auch. Ich hätte eher gedacht, in der Crystal-Kombination mit dem Physical Damage und seinem Rotze-Spell, dass sie wirklich auf die Armor Reduction mit Wave of Terror gehen. Aber Hellraiser ist auch hier wieder mit einem eher anderen Skillbild, auch auf der Venge. Die haben auch gar nicht die Ancients gestackt oder gefarmt. Ich dachte, die machen die Dual Offlaner, stacken Ancient mit Wave of Terror und farmen das dann. Das war auch wieder nicht der Fall. Und Mitte Ja, geht's und in der los. Mitte jetzt der Gold Artis wird angegangen, aber schöner Ultimate. Nur daraus müssten sie jetzt was machen. Aber nur Dread vorne dran. March of Machine außer Reichweite. Und da jetzt sogar noch der Go. Und Kuro, ja, der hat sich da einfach den Zeus-Spell gestealt und nuked ein bisschen drauf. Ist hier ärgerlich. Kuro jetzt sogar mit dem Chasen dran. Er hat die Power-Jets. An der anderen Seite Artis auch. Kommen da nicht ganz hinterher. Aber wow, da vorne Zai findet den Call-Anschluss nicht hier gerade. Und sie verlieren zwei Heroes. Gut, sie wurden initiated, haben es aber auch nicht geschafft, aus dem Ulti von Silencer wirklich was rauszutun. March unten wird gesetzt, Double Damage kommt, Laser zu spät und Atizi jetzt das Duell im March, aber auch von Ninja, der muss da raus, das ist der Double Oh Damage mein Gott. Atizi und ja, nicht gut gespielt hier von ihm. Gar nicht gut gespielt von A von Ninja. Laser sehr spät gesetzt. Und in der Mitte jetzt auch das Black Hole. Zeus geht down, Dread geht down. Und ja, da hat Secret gerade ihr Momentum gefunden und sofort ausgenutzt. Also. Ja, so nutzt man einen Vorteil aus, gerade weil Hellraiser ist noch am Pushen in der Mitte. Schon gehen 4 Heroes down, beziehungsweise 5. Goddamn, ist ja auch schon gestorben. Der ist nur wiedergekommen. Also im Endeffekt gerade Secret mit 6 Outtakes aus einer Aktion von Hellraisers. Ja, sehr, sehr stark. Und Secret weiß auch, dass sie nicht irgendwie so five-man müssen. Der Lycan geht runter, sorgt dafür, dass der Tinker nicht da ist. Und wenn da kein March ist, dann dive Tags. Dann dive Kuroki selbst, geht da in Tier 3 Tower. Finden den Kill und Atizi, dass er dann noch den Tau bekommt und den Kill auf den Tinker. Das ist halt sehr, sehr unglücklich. Aber der Tinker war schon runtergeforst und in der Mitte die Aktion, der hätte trotzdem funktioniert. Nun, jetzt kriegen sie halt 2, 3 Tower raus, weil Tinker down ist. Ja, sie Und haben jetzt den wird's hart. Bottom bekommen. Sie werden wahrscheinlich den T2 auch noch bekommen. 25 Sekunden reichen für einen Lycan zum Tower pushen. Der in der Mitte ist schon so gut wie down. Das sind 3 Tower und 6 Outtakes innerhalb von ja, 2 Minuten, die Secret sich hier geleistet hat. Weniger sogar. Also, ja, das ist jetzt sehr, sehr schlecht für Hellraisers, die bisher eigentlich soweit ein gutes Spiel machen. Und ja. Gehen in der Mitte, zumindest mit den Eidolons. Papi will hier noch ein bisschen in der Mitte den T3 Tower angehen. Steht hier auch sehr aggressiv da, aber da kommt das Last Word und direkt raus. Hat er das Ganze? Wie hat er das Ganze denn gecancelt? Ah nein, okay. Ich dachte, er hat den Spell so getriggert irgendwie. Hat er aber gar kein Item dazu. Aber ja gut. Und sei auch eher mit Dagger, Voidstone. Ich bin mal gespannt, was er aus dem Voidstone baut. Jules. Wäre möglich, finde ich jetzt aber auf Ex nicht so das Bringer-Item, aber es wird das Yule's Scepter, wobei wahrscheinlich gegen Tinker. Wenn sie den finden, Yulen und dann callen, dann kommt der Tinker auch nicht mehr weg. An sich gegen Tinker zumindest keine schlechte Item-Decision, Ja. auch wenn Das hat, ungewöhnlich. ja, die haben, The Secret hat, das habe ich bei denen das erste Mal gesehen, das wurde auch genervt in dem Patch, du konntest Leute cyclonen und sie dann callen. Also wenn du einen Blink irgendwo einen Pickoff findest, kannst du ihn julen und dann in Ruhe callen, ohne dass du Probleme hast. Das geht jetzt nicht mehr. Du musst es perfekt timen.
Und in der Mitte. Ja, stimmt, das war einer der Gründe, weswegen, ja, okay, goddamn, stirbt hier. Und zwar nur an Summons, also nur an beschworten Einheiten. Wölfe plus Eidolons mit Hole reichen hier aus. Nein, Hole wurde ja gar nicht mal gezündet von Artesia. Also nur seine Wölfe plus die Eidolons reichen hier, um den Outtake auf goddamn zu bekommen. Und ja, wenn sowas passiert, dann muss man sich schon Das ist halt der fragen, ja. Support-Silencer, Ja, es ist ein meiner Support Meinung nach. Silencer oben jetzt gerade S4. Schön gemacht hier. Da kommt direkt auch von Ninja raus und finden zumindest einen wichtigen Kill hier gerade. In der Mitte geht es aber jetzt schon weiter. Der Support Silencer Ulti ist ab. Aber sie haben Necronomicon Level 3, sie haben Flat, sie haben eigentlich alle Items, die sie brauchen. Jetzt kommt der Call auf Artis, wird da direkt rausgeforst aus der Base. Aber es reicht nicht ganz und der Teezy ist sehr, sehr aggressiv, muss da aufpassen. Zwei Bottle Charges hat er noch ready, sollte die auch am besten einnehmen. Hat jemand Urne? Ich bin gerade am checken. Ja, Kuroki hat Urne. Demnach können sie hier oben sogar weiter belagern, wenn sie wollen. Urn ist da, Last Word gestealt von Kuroki. Nein, okay, der Curse gestealt, kein Last Word, kein Silence Ultimate. Aber auch das ist wichtig, sie haben Silence Ulti hier rausbekommen, sie haben den Swap von der Venge rausbekommen, der zwar gleich wieder da, aber ohne den Silence Ultimate jetzt kurz healen und dann wäre die Möglichkeit für Secret komplett in die Base zu gehen. Dann haben die das zu viert gemacht. S4 war ja oben tot. Haben sie noch einen zu viert den Mid-Tower bekommen. Aber am besten brauchen sie einen Tinkerkill oder einen Aegis, mit dem sie richtig siegen können, bevor sie Highground gehen. Und ich glaube, es kommt alles wieder darauf zurück, dass dieser Mid hier 1000 so viel gefallen ist und jetzt oben geht es jetzt runter. Ja, Kuroki sehr, sehr aggressiv vorne dran. Kriegt noch Laser, aber den verliert er auch gleich wieder. Und jetzt hat er Push. Ja. Wie in Spiel Nummer 1, Secret sehr, sehr früh den Mid-Tower genommen und der ist halt auch vor allem, wenn du mit Tinker gut Control ausüben willst, nicht zu unterschätzen von der Wichtigkeit her. Auch von Ninja hat soweit guten Farm, aber auch ein Punkt, den du angesprochen hast, so diese Map-Control, die du mit Tinker unbedingt haben willst oder sogar brauchst, die kriegt ihr hier in diesem Spiel leider nicht zusammen. In der Mitte jetzt schon wieder S4 mit dem nächsten Push und Secret konzentriert sich jetzt ein bisschen darauf, das Ganze zu splitten, Hellraiser an allen Ecken und Enden unter Bedrängnis zu setzen. Nächstes Ziel, Aegis und sie könnten auch mal oben die letzten Tower abreißen. Unten steht noch ein T2, oben steht T1 und T2. Unten jetzt Artesia hat Ultimate noch auf Cooldown, wäre eine Möglichkeit hier, aber gut gesetztes Black Hole schneidet hier schön den Weg. Aber Dread mit einem guten Swap. Da ist sowohl Papi als auch Artesia in Gefahr. Artis geht drauf, aber von Ninja ist der Erste, der hier down geht. Und jetzt auch noch Dread mit Hole und den ganzen Summons. Es reicht aus. Und S4 an der Seite. Shackle ist bereit. Könnte hier auch noch einen guten Shackle setzen. Zieht ihn auch connected nicht durch. Aber eigentlich ganz gut angefangen. Schöner Swap von Venge. Aber wieder konnte Hellraiser hier nichts aus dieser Situation machen. Und jetzt kommt der Lift an der Seite S4. Holzt sich da einen neuen Weg durch die Bäume. Goddamn. Steht bereit. Er braucht hier nur einen guten Shackle S4. Und er wartet hier, bis er ihn finden kann. Last Word kommt und da kommt aber auch der Traumshackle auf Goddamn und Arthas und die werden hier beide einfach von Artesi zum Frühstück vernascht. Midnight Pulse kommt, Ultimate von Artesi, hittet da von hinten drauf. Artesi probiert es mit dem, ja, versucht ihn hier zu umrunden. Telekinesis erledigt den Job und da musste nicht mal der Job von Zai hier kommen. Kriegen jetzt unten die T2 Tower. Pristol 40 tot, Silencer 20 plus Silencer Ultimate auf Cooldown und das sollte Secret die Möglichkeit geben, sich die Bottom und die Midrex wahrscheinlich zu holen. Also ich sehe jetzt ja gerade wieder wenig Möglichkeiten für Hellraisers, das zu verteidigen. Man muss der Tinker echt Überstunden leisten, um das alles zu deffen. Bin echt mal gespannt, der Fight, nachdem der Tinker down war. Ja, Papi an der Seite wird rausgeforst. Nuke von Zeus, der reicht zum Glück aus, aber Dread an der anderen Seite muss sich da wieder zurückziehen. Goddamn. Sie verteidigen jetzt, aber Zai findet den wichtigen Call auf Afoninja. Gorek geht down. Und jetzt der kurze Shackle auf Afoninja. Der Chase, sie brauchen nur noch ein bisschen Damage, um hier wirklich den Nuke rauszukriegen. Gorek mit dem Buyback, aber da auch direkt wieder das Yule Scepter gesetzt. Zai, ja, Yule Scepter macht sich bezahlt und auch Dread an der Seite. Da kommt der Go, aber Zai, der geht da sogar richtig greedy rein und schnappt sich sogar noch den Kill. Auf Dread. An der Seite auch von Ninja hat sich fürs Yule-Scepter entschieden und nuked hier auf Zai, sofern es geht, kriegt auch den Kill. Auch von Ninja macht einen guten Job mit dem Tinker, aber es reicht leider nicht aus. Und jetzt hat Secret bekommen, was sie wollen. Sie haben das Opening in die Base gefunden, denn jetzt muss Hellraiser ganz schnell stärker werden. Sie haben noch einen Tinker. Wenn sie jetzt noch die nötigen Items schnell zusammenkriegen, können sie das sogar austörteln, aber. Ja, der farmende Crystalback nur mit Sanj, nur mit Crimson Guard, das ist zu wenig. Und ja, sowohl Gorek als hat ebenso wenig. Gut, Silencer ist Supporter. Tinker macht aber halt auch wenig Damage, nur mit seinen Spells. Kein Degen, kein
keine wirklich riesengroßer Nuke. Wobei mit Last Word könnt ihr in der Mitte reichen, gegen S4 den Kill zu kriegen. Reicht nicht komplett. Artis setzt aber wirklich sogar zum Chase an. Und er will S4 hier haben und findet den Kill. Ja, kleine Outtakes sind hier schön und gut. Papi aber direkt mit dem Go drauf. Und Midnight Pulse ist gegen Artis natürlich der Tötungsspell schlechthin. Sie halten ihn hier einfach nur in diesem Midnight Pulse fest und ziehen ihm mehr als die Hälfte seines Lebens ab. Zwei Supporter, die hier in den Crystal Bag pflücken. Auch nicht die Situation, die du gerne willst. Und Gorek wird hier jetzt gechased von Artisia. Damage kommt auch von Ninja, aber mit dem TP und wow, schön gespielt. Kriegen den Kill auf Artisia. Wichtig hier für sie. Artisia alleine gibt, ja, wann sehe ich ihn? Ja, 1120 Gold hier für den Tinker. Artis stirbt noch. Also, ja, kriegen den Kill und Dread geht gerade Highground. Aber da steht auch schon wieder Zeit. Findet er den Call? Wird wahrscheinlich gar nicht benötigt. Wobei, geht er da rein? Der Swap jetzt gerade, aber das war das falsche Ziel. Und auch an der Seite der Tinker wird gejulzt, Counter gejulzt von Afro Ninja. Kuro ebenfalls mit dem Jules unterwegs. Dagger gleich bereit. Silence Ultimate wird gezogen und Afro Ninja. Aber die Urne cancelt gerade das Dagger. Und Kuroki geht noch weiter hinten dran. An der Seite jetzt auch schon wieder Gorek. Okay, jetzt eskaliert sie gerade ein bisschen. Kuro steht bereit, findet Gorek. Jetzt hat er Doppelstun. Ist von ihm bereit, hätte Telekinesis ready. Zieht ihn auch hinten dran. Zai mit dem Jules, dodge die Rockets. Aber oben Papi steht noch bereit. Hat Black Hole. Aber ready. Jetzt der Last wird gesetzt. Rockets hinterher und Double Kill für Alpha Ninja. Und ich würde fast sagen, Hellraisers hat hier gerade aus diesen kleinen, vielen kleinen Outtakes doch den besseren Trade gemacht im Großen und Ganzen. Also 4 Heroes von Secret bekommen, 3 verloren, aber vor allem Alpha Ninja kriegt hier richtig, richtig den Cash gerade. Auf jeden Fall. Und Sai stand im River und wollte die ganze Zeit zu dem Zeus blinken und ihn choppen, aber jedes Mal hat Static Field seinen Blink gecancelt. Er konnte einfach nicht machen, aber jetzt findet er endlich den Jump auf den Zeus. Ja, er findet ihn. Ja, zum Choppen reicht's nicht Doch mehr. Doch nicht Chop. Ich habe noch keinen Chop gesehen gefühlt. Ja, ich glaube, ich habe ein oder zwei gesehen vorhin, wo er sich Agro die Venge gestealt hat, aber im Großen und Ganzen, Artisi kloppt die einfach zu schnell down. Das Killcap ist so low. Artisi regelt das mit einem Crit, der braucht keinen Ultimate. Und jetzt ist Roshan ab. Artis und Dredge stehen bereit, warten hier schon auf Artisi und jetzt kommt er rein, da wollen sie ihn haben und probieren sie mit dem Go, also sehr schön gemacht, sie warten wirklich auf Artisi, schnappen ihn am Roche, Dredge wird wahrscheinlich sterben, aber das wäre zu verkraften, wenn sie hier nur Artisi bekommen und das Last Word reicht aus, Kuro mit dem Steal auf dem Kill und ja, da ist er sogar noch hier Necronomicon, sah von Ninja mit dem nächsten Outtake, wo ist gerade der nächste gestorben, Axe ist gestorben, Artis mit dem Midnight Pulse, er muss unbedingt da raus, jetzt auch der Steal von Kuroki, aber wieder ein 3-2 Trade, zwei Heroes wurden oben getötet, gerade von Afro Ninja, der hier komplett eskaliert plötzlich, also vor ein paar Minuten noch 2-2, jetzt plötzlich 7-5 und die Möglichkeit hier den Roshan zu machen, Artisi ist down, S4 ist down und Zai ist down, Hellraisers, plötzlich erwachen sie so ein bisschen aus ihrem Winterschlaf in diesem Spiel. Auf jeden Fall, also diese ganze Zeit hat dann perfekt, hier Tinker auf einmal ein Shiva's Switch, Tanky jetzt wird er auch glaube ich nicht mehr von zwei sofort gesolo werden können oder wird er vielleicht. Ja, oh, da schön gemacht, schöner Silencer Ultimate und jetzt hat der Nuke auf Kuro, der kommt hier aber nochmal weg, Papi, mit dem Mecker, aber ja, Artisi immer noch down, genauso wie Zai und sie brauchen lange für den Roshan, sie brauchen lange für das Aegis, aber sie bekommen es jetzt schlussendlich doch, Aegis of the Immortal für Artis wichtiges Item, vor allem wenn man den Tinker hat und sowieso schon 1A im Turtle ist, dann ist das natürlich auch ein wunderbares Item, auch von Ninja direkt wieder auf die Toplane, Shiva's Guard, schon langsam kriegt er auch seine Map-Control. Also Hellraisers, würde jetzt sagen, nach den Aktionen der letzten Minuten sind hier alles andere als raus. Man sieht es auch im Goldgraf. Die kommen hier gut zurück in dieses Spiel. Auf jeden Fall, Comeback is real. Also richtig schön. Der Tinker hat eben verhindert, dass sie zwei Racks auf einmal verloren haben. Und jetzt die eine Rex ist gar kein Thema für den Tinker. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also mehr, ich würde sagen, Game is even jetzt. Die haben das Aegis sogar kleiner Vorteil für Hellraisers jetzt in den nächsten Minuten mit dem Aegis. Mal gucken, wie sie spielen. Ja, Crystalback, Sanj und Yasha geht hier auf jeden Fall auf die Core-Richtung. Ja, vor allem so die Midlane eigentlich, ja, die schwächste Lane zumindest vom Thema Mega Creeps. Die hast du am schnellsten wieder rausgepusht, die kriegst du am schnellsten weg. Also, ja, die Midlane, vor allem mit dem Tinker, auch wirklich absolut kein Problem, wie du schon sagtest, für Tinker, für Hellraisers. Und goddamn, die arbeitet hier wirklich an einem sehr späten Mecha. Überrascht mich ein bisschen, hätte ihr lieber einen Forstaff oder sogar direkt den Ansatz zum Agar oder ähnlichen gesehen. Mecha, Minute 27, ist noch nicht so spät. Also man kann definitiv aus dem Mecha noch was rausholen. Trotz alledem hätte ich auf einem Tinker, ja, gibt's wichtigere Items. Also hätte jetzt auch schon ein halbes Agar haben können.
Und Afro Ninja und eine Wicked Sick. Ja, der hat kein Degen, der hat kein Ethereal Blade. Trotzdem reicht sie für die Solo-Outings und vor allem S4. Der stirbt hier in den letzten Minuten häufig. Der ist jetzt 6-mal gestorben. Ich glaube, allein in den letzten 5 Minuten sind 4 Tote davon zustande bekommen. Also Afro Ninja, egal wo er hier gerade Wind Ranger findet, der tötet sie. Und jetzt auch Zai im eigenen Wald, gerät unter Bedrängnis. Da kommt die Wave of Terror. Der Swap, okay, da war kleine Misscommunication. Aber auch Zai wird oben, ja, Jules Zepter kommt. Da ist sein Team aber weit entfernt. Und Zeus mit dem Easy Outing. Also Hellraisers, ich weiß nicht, was los ist, aber sie finden plötzlich ihre Kills. Und Secret, ja, macht hier plötzlich Fehler. Secret hat weder auf Lycan noch auf X noch auf Windrunner ein BKB gebaut. Ich glaube, die dachten, sie haben es. Und jetzt fehlen diese BKBs. Und die brauchen BKBs, um die nächsten Fights zu sehen. Der Tinker und der Zeus, die bursten gerade alles weg nacheinander. Und Secret muss sich auf jeden Fall fangen. Ja, das auf jeden Fall. Aber dadurch, dass keiner BKBs gebaut hat, X hat jetzt ja bald eins. Artisi wird sich auch sehr schnell eins farmen können. Aber auch der Pistolback, der gerät jetzt ja langsam in diese Farmlaune. Und Hellraisers probiert es selber aggressiv hier, zumindest die Base anzugehen, bevor die BKBs ready sind. Und vor allem Zai, der ist jetzt zum zweiten Mal gestorben. Kurz davor S4. Ich muss sagen, S4 hier überraschend schlecht eine Farm eigentlich. Also nicht nur eigentlich, sehr, sehr schlecht eine Farm. Also da hat sich dann das Laning doch im Endeffekt noch ausbezahlt, er ist vorher nicht ganz so free farmen können und jetzt hatte hier Schwierigkeiten ins Spiel zurückzukommen. Also nur 4-Star von Facebook ist nach 30 Minuten für eine Safe Lane Windranger sehr, sehr wenig. Nur jetzt müssen sie schauen, am besten irgendwie ein Set of Racks bekommen, bevor die BKBs da sind auf Secret. Ja, selbst Papi hat sich einen Point Booster für Aga oder so gegönnt oder einen Bloodstone mit dem Soaring, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die hatten irgendwie das Gefühl, das ist in the bag, wie man so schön sagt, aber der Tinker, den sollte man nie sich zu sicher fühlen, vor allem ohne BKWs. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also von daher, gut, mal gucken, wie das Ganze jetzt so weitergeht. Also Secret auf jeden Fall in Bedrängnis geraten und ich habe auch so das Gefühl, vielleicht haben sie es zu sehr auf die leichte Schulter genommen. So wie in Spiel Nummer 1, sie stehen mit einem Fuß in der Base und plötzlich, ich weiß auch, ich kann gar nicht sagen, wo jetzt der Fehler war. Es sind einfach so viele Outtakes auf einmal passiert. Dieser 5 Minuten Fight all over the map, also Hellraisers mit den besseren Trades einfach und dadurch, dass sie hinten dran sind, haben sie sehr, sehr viel Gold daraus bekommen. Pistolback geht jetzt auf den Basher und wenn er eine Pistolblade zusammenkriegt, das wird wahnsinnig stark werden, weil dann hätten sie auch schon Mittel gegen die BKBs von Secret mit einem Pistolblade. Ja, kann man den Lycan auch im Lockdown halten. Ja, von Ninja geht wieder vorne dran. Was hältst du von seiner Entscheidung, sich hier so spät noch einen Bloodstone zu holen? Also 30. Minute, es geht. Aber hat der Bloodstone überhaupt jetzt noch Sinn? Von Ninja geht zurück. Aber Papi direkt raus, genügt. Jetzt kommt der TP von Papi, der geht da rein. Zai mit dem Call. Aber Papi wird gesalzt, er kriegt hier kein Black Hole raus. Aber von Ninja während das unten verteidigt. Solo gegen Artisi und S4. Und in der Mitte demnach, ja, können sie sich hier zurückziehen. Und Papi verschwendet sein Buyback. Artis wird vorne angegangen, aber Zeus steht bereit und baitet das Black Hole so raus, dass Artis hier nochmal wegkommt, aber der Shackle ist drauf und Artis mit dem Call ist hier in Gefahr und da wird er wohl nicht mehr wegkommen, wird telekinesiert, wird angegangen, verliert sein Aegis auf die Immortal, aber da auch der TP Afro Ninja Jules sich da hoch, um Zeit zu kaufen. Dual Jules kommt, goddamn, aber mit dem Last wird der Call auf Afro Ninja Artis jetzt aber mitten im Gefecht und da macht sich das Aegis auf die Immortal bezahlt und Zai, er kriegt den Damage nicht raus und Afro Ninja, er kriegt den nuket sie hier einfach weg, den nuket einem Ex im Vorbeigehen voll ins Gesicht und ja, Hellraisers, ich kann es gar nicht beschreiben, wie gut sie das hier gerade spielen. Also, Afro Ninja, der ist plötzlich komplett von ja, 0 auf 100 quasi eskaliert, findet da unten jetzt sogar noch Kuro, Laser kommt, lässt den Kill Artis und ja, das Aegis bezahlt sich hier komplett aus und Hellraisers ist jetzt gerade das Team, das das Spiel dominiert. Mit, ja, von 14.000 auf 0, von 14.000 XP auf 4.000 plus. Also, Hellraisers, wenn sie das jetzt richtig ausspielen, dann können sie das Unentschieden gegen Secret rausholen. Und S4 an der Seite, da kommt Last Word, Shiva's Guard ist da, die Nuke Silence auf S4 ist da, aber es reicht nicht komplett aus. Refresh kommt, nächster March zusammen mit dem Jules, Artis sogar mit dem Chase in den Base, der will jetzt S4 hier haben, kriegt sogar den Kill, Gorek mit dem Nuke und Hellraisers, jetzt fangen die langsam mal in die Base zu dive und Afro Ninja, das ist seine fünfte Shiva's, die er hier in Folge zieht und in der Zwischenzeit, da sind Zai und Kuro immer noch down, während die schon wieder in die Base diven, also Hellraisers, da haben sie ihr Momentum gefunden und fangen jetzt richtig an, Rush Dota zu spielen.
Hammer. Akizi hat in der Mitte den Zeus gekillt, währenddessen war eben am Split pushen. Ja. Vorher in dem Fight auch und hat der Tinker ihn gesolot, während in der Mitte Action ging und dann wieder zurückgepeht nach dem Aegis. Also es war richtig stark. Sonst hätte er oben Rex geholt, der Akizi. Er war gar nicht im Fight, sondern wurde vom Tinker auf der Toplane gesnackt. Und dann haben sie in der Mitte noch aufgeräumt. Also richtig gut für Hellraisers jetzt. Ja, das ist halt die Stärke. Tinker, vor allem nach von Ninja, wie er nach von Ninja, wie er gerade spielt. Also, der verteidigt die Base, TP'd sich dann, wie du es vorhin gesagt hast, in den Fight in der Mitte zurück zum Aegis of the Immortal und tötet Zai solo. Also, ja, der macht hier sein Match zum Bloodstone. Sind wir, glaube ich, noch gar nicht gekommen. Was so der Gedankengang, sich so spät noch einen Bloodstone zu kaufen? Weil eigentlich, früher war es doch umso früher, umso besser, oder? Ja, früher schon, aber gerade zusammen jetzt auch mit dem Shivas. Er war ja gerade im Fight, wird gecallt, zweimal Gyros, ist ihm egal, er tankt Oh und Gott, haut alles weg einfach. Geht raus. Ja, und da von Ninja schon wieder dabei. Jetzt wird Atizi gefunden, zieht sein Ultimate, aber da direkt der Stun. Jetzt hat Zai mit dem BKB und Zai nutzt hier ein BKB, um sich rauszudipieren. Und das ist ein ganz, ganz frisches. Das war das 10 Sekunden BKB. Und Atizi wird hier immer noch gechased. Shivas Guard ist da, nächster Stun. Und sie jagen hier, sie kriegen Atizi in seiner Ulti-Form. Und das mit nur dem Stun von Dread hier gerade. Also Hellraisers. Wahnsinnig stark, die sind nicht wiederzuerkennen. Wenn man hier, wer jetzt erst eingeschaltet hat, denkt, Hellraisers, wahnsinnig stark. Bis vor 10 Minuten waren sie noch am Rande der Niederlage und in Spiel Nummer 1 wurden sie aus der Map gestompt und jetzt räumen sie hier gerade oder wischen mit Secret den Fußboden auf. Mitte Und in der wieder. Mitte auch schon wieder Zai. Ich habe noch nie einen Axe so schnell droppen sehen in dieser Minute und vor allem. Ja, Hex so auf wie dem es am Tinker Anfang lief. angeht. Und Kuro geht down. Schon wieder drei Heroes down. Und Hellraisers. Ich weiß nicht, Secret lernt aber auch nicht dazu. Sie probieren es immer noch mit Splitten und haben nicht daraus gelernt, dass A4Ninja, dass Ninja das einfach gnadenlos bestraft und dass jedem Split-Push ein oder zwei Kills macht. Und noch ein Kill jetzt. Ja, okay, ich dachte, es vor ist da oben schon weg, aber sieht nicht danach aus. Refresh, Shivas, Beyond Godlike. Ja, also, ja, er hatte am Anfang Schwierigkeiten. So, ja, die Zündung hat ein bisschen geklemmt, ist nicht so gut ins Match gestartet, aber jetzt räumt er hier auf. Also, ich würde fast sagen, der gewinnt das Match alleine oder hat das Five-Man-Wipe Comeback alleine gemacht. im Prinzip. Also, Ja. was passiert hier gerade? Der Meine Güte. Five-Man-Wipe ohne einen Teamfight wirklich. Also, hat begonnen mit Atizi am Rosh, dann Kuro und Axe vor der Base, S vor Top und Papi, der dann noch ein bisschen später reingegangen ist. Also. Nochmal, Atizi will Split pushen. Er lernt echt nicht. Er stirbt noch. Stirbt er? Ja, wobei der Mana-Steal macht sich hier gerade bezahlt. Wobei er muss sich ja nur Jules, ne? Okay, dann Oh Gott. Jules der hier Atizi. Wobei ich hätte mich selbst gejulzt und geschaut, nochmal Rocket Laser, aber Gorek ist da. Silencer, Ulti kommt raus. Und es reicht hier gerade. Oben In der Zai Base von der hat Bayer. es gerade im Fight. Aber Artis, auch der Pistol macht hier jetzt Mörder-Damage. Und da ist Dread. Dread mit dem Dekka von Ninja. Der war kurz in der Base. Tötet fast es vorher. Er ist hier. Tötet fast Atizi. Und jetzt ist er schon wieder und räumt in der Base von Secret weiter auf. Also, er gewinnt das Match hier nicht alleine. War vielleicht der falsche Ausdruck. Aber er ist der Grund, warum Hellraisers hier so stark zurückkommen konnte. Und ja. Da muss ich, glaube ich, auch Secret genau das Replay anschauen. Was haben sie falsch gemacht? Weil ich habe das, wie gesagt, bis vor einer Viertelstunde dachte ich, das Game ist in der Tasche von Secret. Und jetzt werden sie hier gedived bis zum geht nicht mehr. A4Ninja mit dem nächsten Go. Die nächsten Rockets fliegen hier. Das ist wie ein Silvester mit diesem Tinker. Der, ja, sorgt für ein wahres Freudenfeuerwerk und Puppy Calls. GG Wallplate. Secrets erster Auftritt in der Dota-Pit-Gruppenphase endet 1 zu 1. Und ich kann wirklich nicht sagen, wie Hellraisers plötzlich so gut zurückkommen könnte. Also, Hammer-Match gerade. Hellraisers mit einem Comeback gegen Secret vom Allerfeinsten. Sehr, sehr schönes Game. Und unten auf der Botlane der Fight, wo Secret 3, 4 Tower kriegt, in die Base geht. Und die verlieren einen Rex, aber die hätten zwei verloren, hätten sie keinen Tinker mit March gehabt. Und ich glaube, das war der Moment. Die haben nur einen Rex, es hat nicht gereicht, sie hatten keine BKBs. Tinker war danach online, die haben es perfekt runtergespielt. Man sieht am Ende des Games ein BKB auf dem Rex, was einmal geused wurde zum Raus-TPen. Sehr geiles Game von Hellraisers. Unglaublich, dass sie da noch zurückgekommen sind. Die haben auch Moral bewiesen, eben im ersten Game auch nicht früh aufgegeben, obwohl es sehr schlimm aussah, jetzt wieder nicht aufgegeben und es wurde belohnt. Ja. Das wurde auf jeden Fall belohnt. Anders kann man es nicht sagen. Also, starkes Match hier von ihnen. Aber Secret hatte dann ab dem Zeitpunkt, wo Hellraiser sie nonstop
gesplittoutigt hat, auch keine Chance mehr, sich irgendwo die BKBs zu farmen. Selbst der dick gefarmte Ateezy ist gegen den Tinker einfach nur gestorben. Also der hat das mit Ja. Jules und Hex, gute Hex hatte er sehr spät, aber alleine mit seinem Jules Refresh March haben sie das sehr, sehr, sehr schön ausgespielt. Ich hätte nicht erwartet, dass sie den Lükan hier so easy einfach snacken, vor allem auch teilweise in der Ulti-Form. Richtig Hammer-Match von Hellraisers, die ja, Potenzial beweisen. Ich bin mal gespannt. Das Team ist, wie gesagt, noch sehr jung, aber sie zeigen schon jetzt Potenzial. Und ja, nach einem Match ist es schwer zu sagen, aber auch nach der DAC-Performance. Für mich ist Hellraiser ein heißer Favorit auf sogar Auf jeden Invites, muss ich Fall. sagen. Bei der DAC haben die richtig gut performt. Jetzt auch zeigen sie, dass die Dota spielen können, so auf hohem Niveau. Und anscheinend scheint dieser Tinker der Secret Counter zu sein. PvD hat es auf DAC wohl rausgefunden. Und nochmal, der Tinker delayt diese Pushes, gibt den Timings nicht, die Puppy will oder die Secret will als Team. Und dann kommt das Comeback, weil ein Tinker, der defft eine Rex easy. Selbst zwei Lanes kann er gut deffen. Sehr schönes Game. Ja, also das war schön, ja, muss ich auch sagen. Ist mir jetzt gerade so gar nicht aufgefallen. Aber stimmt, der Tinker zweimal gegen Secret hat er jetzt schon funktioniert. Gut, was heißt entscheidende Matches? Es ist jetzt noch der Anfang der Gruppenphase, aber alleine moralisch hier für Hellraiser natürlich exzellent. Also gegen Secret, die weiterhin die Top-Favoriten sind, überall, wo sie antreten, auch wenn sie noch nichts wirklich an LANs gewonnen haben, trotzdem überall der Top-Favorit. Und hier jetzt einfach mal easy going ein 1 zu 1. Gut, easy war es jetzt nicht, aber alleine ein 1 zu 1 hier gegen Secret am ersten Spieltag ist, glaube ich, moralisch schon alles andere als schlecht. Und demzufolge in der Gruppenphase bisher nur 1 zu 1 Ergebnisse. Alliance gegen Vega 1-1, Empire gegen Virtus Pro 1-1 und Secret Hellraisers. Also kompletter Gleichstand nach einem Spieltag hier in der Dota Pit Series. Wir haben jetzt im Anschluss auch gleich den ersten Auftritt von Team Tinker gegen Asus. Du weißt noch nicht, ob du da bist. Ich Schreib. denke, wir scrimmen. Ich muss die Jungs fragen. Ich schreibe dir dann gleich auch Ach noch. so, ihr scrimmt. Okay, ja, das will ich ja hoffen, dass bei meinem nächsten Cast der Jerry Rubik noch mehr abgeht, würde ich sagen, oder? Hoffe ich auch, auf jeden Fall. Und hat Ja. mich gefreut, dass ich mitcasten durfte bis jetzt. Ja, Auf war mir jeden eine Fall. Freude, dass du da warst. Gerne wieder und ja, dann viel Spaß beim Scrimmen. Falls es doch noch rausgeht, sag Bescheid. Wir haben eine kurze Pause. Um 21 Uhr geht Tinker gegen Asus Polar los. Also, wer noch Lust auf ein bisschen Dota wartet, schaut rein. Kurze Pause. Bis gleich. Tschüss.